Wir sind jetzt hier in der letzten Straßburg-Woche, kurz vor Weihnachten. Ich persönlich muss sagen, das war eine sehr spannende Zeit. Aber mein Akku ist so langsam leer und auch der von meinem Team. Deswegen freuen wir uns jetzt, ein paar Tage runterzukommen. Und im neuen Jahr starten wir dann mit neuer Kraft, denn es gibt viel zu tun. Europa steht am Scheideweg. Wir werden weiter kämpfen gegen die unsozialen und auch wirtschaftlich dummen Kürzungsdiktate für ein gerechtes Steuersystem in Europa und für Frieden in den internationalen Beziehungen. Also in dieser Woche gab es auch noch mal neue Enthüllungen, dass das Problem LuxLeaks, also diese Steuerdeals von Luxemburg mit Konzernen, die betreffen jetzt auch Disney und Skype und andere. Und Juncker war da auch direkt involviert. Wir machen jetzt weiter Druck hier für einen Untersuchungsausschuss, den ja momentan unter anderem die Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen verhindern. Wir werden aber weiter mächtig Druck machen, auch auf die einzelnen Abgeordneten, und sind nach wie vor optimistisch, dass uns das gelingt. Wir bräuchten darüber hinaus natürlich immer noch den Rücktritt von Juncker. Er sitzt bei all diesen Entscheidungen mit am Tisch, das ist nicht hinnehmbar. Und wir bräuchten darüber hinaus endlich neue EU-Verträge, um zum Beispiel Mindeststeuern für Konzerne zu machen. Darüber hinaus haben wir uns mit der Bankenabgabe befasst. Die anderen Fraktionen wollten, dass das leise durchgeht. Die Linke hat eine Initiative gestartet, gesagt, so nicht. Denn bei dieser Bankenabgabe, die soll eingezahlt werden in einen Fonds, um bei zukünftigen Pleiten von maroden Banken nicht mehr die Steuerzahler haften zu lassen. Das ist ein schlechter Scherz, denn in diesem Fonds sollen 55 Milliarden Euro reingehen. Wir haben seit der Krise allein über 1,6 Billionen Euro in Europa für die Banken bereitgestellt. Insofern ist dieses Versprechen auch von Kanzlerin Merkel, die Steuerzahler würden nie wieder haften, auf Sand gebaut. Das ist ein Märchen, nein, das ist sogar eine Lüge. Und deswegen waren wir gegen diese Form der Bankenunion. Jetzt ging es darum, welche Banken zahlen in diesen Fonds. Und da werden eben die Großbanken geschont und die Sparkassen, die eigene Sicherungssysteme haben. Die Banken, die sozusagen ein konservatives und langweiliges, aber ein sinnvolles Geschäftsmodell haben, die werden über Gebühr belastet. Und deswegen haben wir eine namentliche Abstimmung verlangt und die ist ausgegangen, wie so häufig. Die Linke hat das abgelehnt, die Grünen haben uns dabei unterstützt und der Rest des Hauses hat brav mitgestimmt. Ja, der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, haben sich jetzt in diesen Tagen verständigt über das Investitionspaket von Juncker. Das ist kein Investitionspaket, das ist ein schlechter Scherz. Ich nenne es Juncker-Voodoo. Sie wollen Garantien von 21 Milliarden Euro hinterlegen und wollen damit dann eben privaten Investoren ihre Rendite garantieren. Das heißt, Allianz und Co. sollen Schulen renovieren oder in Autobahnen investieren. Die erwarten dann aber auch eine Rendite dafür. Und das ist für den Steuerzahler immer teurer am Ende. Dazu sagen wir ganz klar nein. Es fließt kein Cent öffentliches Geld. Die privaten Investoren werden aber auch jetzt nicht einfach anfangen zu investieren wegen diesen kleinen Garantien, sondern das Problem ist eben, dass die Kürzung von Löhnen, von Renten, von Staatsausgaben Europa immer tiefer in die Depression geführt hat. Und wer diesen Teufelskreis durchbrechen will, der muss jetzt echte öffentliche Investitionen tätigen. Wir sagen mindestens von 250 Milliarden Euro, etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts, des Wirtschaftskuchens in der EU. Und das ließ sich auch spielend finanzieren. Wir bräuchten eine Vermögensabgabe für Millionäre in Europa. Darüber hinaus würde ein solches Investitionsprogramm auch Wachstum schaffen und darüber höhere Steuereinnahmen. Insofern sagen wir, mit diesem Juncker-Programm kommen wir keinen Schritt weiter.